Hallo und herzlich willkommen hier von der Gamescom zur BAFF-Show mit mir hier im Studio, im Großstudio. Maria, ja. Hallo. Hallo. Ja, Gamescom, da gibt es natürlich auch viele News zu Spielen, auch zu MMOs. Und deswegen legen wir auch gleich los mit den News. Mit den News. Viel Spaß. Endlich ist es soweit. Nach zahllosen Hinweisen darauf, dass die Entwickler von Blizzard auf der Gamescom 2013 eine Erweiterung zum Action-Rollenspiel Diablo 3 ankündigen, ist das Kind nun auch offiziell. Diablo 3, Reaper of Souls heißt das gute Stück, das derzeit für die PC-Fassung von Diablo 3 entwickelt wird. Inhalte sind ein fünfter Akt und damit verbunden neue Abenteuer in der Westmark. Künftig dürft ihr euch dann mit dem Kreuzritter durch die Höllenhorden schlagen, der neue Bösewicht ist der Erzengel der Weisheit, Maltael. Eure Helden dürfen sich im Rahmen von 10 Stufenaufstiegen auf Level 70 über weitere Runen und Fähigkeiten freuen. Die Beute, die ihr über das überarbeitete Loot-System ergattert, könnt ihr von der Mystikerin zusätzlich behandeln lassen. Das Paragon-System lässt euren Helden accountübergreifend leveln und außerdem Attribute gezielt verbessern. 2014 sollt ihr euch in den Kampf gegen den fiesen Reaper of Souls stürzen können. Es hat ja eine ganze Weile gedauert, bis sich die Entwickler von The Elder Scrolls Online das Geheimnis zum geplanten Bezahlmodell entlocken ließen. Die Katze ist seit der Gamescom 2013 aus dem Sack. Bei ZeniMax Online setzen die Entwickler auf ein klassisches Abo-Modell. 12,99 € kostet das monatliche Abo bei uns. Matt Firor, den wir zum Abo-Modell befragt haben, betont, dass diese Art der Bezahlung am besten zur Elder Scrolls-Reihe passt. We did a lot of research. We looked at all the different models. And I want to say, you know, it's not like we don't like free-to-play. You know, I play free-to-play games. I love them. I play, you know, World of Tanks and I play League of Legends. And so those are valid business models. So we just felt that that subscription was the one that best fit our game. So that's why we're so, so excited about it. Ebenfalls auf der Gamescom 2013 ließen die Entwickler von Blizzard verlauten, dass der ersehnte Patch 5.4 für World of Warcraft erst am 11. September in Europa veröffentlicht wird. Damit haben eure Helden also noch 2 Wochen länger Zeit, Tapferkeitspunkte zu stapeln und Erfolge anzugehen, die mit der Schlacht am Orgrimmar nicht mehr verfügbar sein werden. Im Interview auf der Gamescom mit Tom Chilton und Cory Stockton verriet Chilton außerdem, dass die WoW-Fans doch schon nach dem Sieg über Garrosh herausfinden, wer denn der neue Kriegshäuptling der Horde wird. Players will actually experience that in Patch 5.4. There's a cinematic sequence that gets kicked off as soon as Garrosh is defeated, and that the selection of the next war chief happens in that sequence. So players will be able to see it soon. Wird es jemand Neues oder jemand Gebrauchtes? Jemand Ausgeliehenes oder jemand Blaues? Bald werden wir es erfahren. Ja, wie ihr seht, ist hier die Hölle los und Hölle und so, Diablo, haben wir ja die Woche gesehen, Reaper of Souls. Da war ja vorher so ein bisschen die Spekulation, was ist The Dark Below, Reaper of Souls, wie geht's weiter mit WoW und Diablo. Was Reaper of Souls ist, wissen wir inzwischen. Was The Dark Below ist, wissen wir noch nicht so richtig. Und David und Suse haben jetzt mal ein bisschen den Lore-Hintergrund zu den alten Göttern sich angeguckt und zeigen euch das jetzt in einem Beitrag. Mats ab! Seid gegrüßt! Herzlich willkommen zu unserer Aluhut-Ausgabe zu dem Titel The Dark Below, von dem zumindest viele WoW-Fans annehmen, dass es sich dabei um den Namen für eine neue Erweiterung von World of Warcraft handelt. Ein kurzer Abriss, woher der Name kommt. Blizzard hat bei Patent- und Markenämtern den Namen eingereicht, unter anderem auch in Deutschland. Bislang lässt sich freilich nur spekulieren, dass The Dark Below zu WoW gehört. Wir wollen uns aber einmal in der Spielwelt umschauen und in der Lore von Warcraft stöbern. Vielleicht finden wir ja ein paar Hinweise, was uns in dieser potenziellen The Dark Below Erweiterung erwarten könnte. Aber Achtung, das ist alles reine Spekulation. Auf geht's also, lasst uns mal schauen, was sich finden lässt. Das fette Gesicht wird von euch jeder kennen, der einmal die Cataclysm-Instanz Thron der Gezeiten besucht hat. Es handelt sich um den Kameraden, um Osumat, den Patriarchen aller Kraken, der sich auf unserer schönen Welt Azeroth so tummeln kann. Der Kraken trägt den Beinamen Scheusal der finsteren Tiefen. Im Englischen heißt er Fiend of the Dark Below. Oha! The Dark Below. Osumat ist unser größter Anhaltspunkt auf der Suche nach Inhalten einer möglichen Dark Below-Erweiterung zu World of Warcraft.
Im Dungeon Compendium steht bei Osumat Folgendes vermerkt. Irgendwie ist es den Naga gelungen, sich Osumat, den Patriarchen aller Kraken, gefügig zu machen und ihn gegen Neptulun und sein Gefolge aufzuhetzen. Die Naga haben also ihre Finger im Spiel. Und vielleicht erinnert ihr euch noch, Osumat wird nicht besiegt, sondern reißt Neptulun mit sich in die Tiefen. Der Elementarlord und der Kraken wurden seither nicht mehr gesehen. Haben die Naga tatsächlich die Oberhand über die Kraken? Und was ist eigentlich mit Naga-Chefin Ashara, die nach den Kataklysm-Überarbeitungen von Blizzard nur einmal wirklich in Erscheinung tritt, nämlich im Rahmen einer Questreihe an der Dunkelküste? Viele WoW-Fans erwarteten, dass Ashara Teil der Kataklysm-Erweiterung werden würde, doch dazu ist es nie gekommen. Stattdessen lauert Königin Ashara weiterhin, richtig, in den finsteren Tiefen, aus denen die Naga einst gekommen sind. Erinnert ihr euch? Die Naga konnten nur durch die Hilfe der alten Götter entstehen, denn die haben Ashara Macht verliehen, nach dem Kataklysmus in Kalimdor in den Tiefen des Ozeans zu überleben. Ashara ist somit das beste Bindeglied zwischen brennender Legion, die sie herbeibeschwören wollte, und den alten Göttern, die sie mächtig gemacht haben. Wo liegt also das alte Reich der Naga, seit 10.000 Jahren unter Meeresspiegel verborgen? Kehren wir noch einmal zurück nach Vashir. Die Hauptstadt der Naga, Najatar, ist ja weiterhin verborgen. Habt ihr euch nicht schon immer mal gefragt, was denn Nespira und der verstorbene Legorek eigentlich für Wesen sind? Ihr findet sie in den schimmernden Weiten und in den abyssischen Tiefen. Nespira und Legorek werden von den NPC in Vashir als alte Götter bezeichnet. Gemeinhin sind sie als Halbgötter vermerkt. Sie wurden von den Nagern versklavt, wieder ein Beweis dafür, wie mächtig die Naga eigentlich sind, wenn es ihnen sogar gelingt, Halbgötter zu unterdrücken. Sowohl Nespira als auch Legorek sind zu Neptulun zu zählen, was euch wiederum zeigt, wie verrückt die Naga und mit ihnen Ashara danach sind, das Leben im Meer und in den Tiefen der See zu kontrollieren. Doch ist das schon alles? Deutet The Dark Below nur auf die Naga hin? Nein, darauf würden wir das nicht beschränken. Denkt zurück an diese unerklärlichen Tentakel, mit denen Ogre-Magier Legorek mit einer dunklen Kreatur in den Tiefen verbinden wollten. Eine dunkle Kreatur in der Tiefe, aha. Am ehesten ließe sich vermuten, dass es sich dabei um einen alten Gott handelt. Die brocken den Bewohnern Azeroths ja schon seit ziemlichen Ewigkeiten jede Menge Zeug ein. Alte Götter werden seit jeher von den Titanen für ihr Trachten nach Chaos bestraft. Sei es nun C'Thun, der in den Tiefen Ankirajs eingesperrt wird, sei es Yogg-Saron, der in Nordend festhängt. Die alten Götter sind ein Teil des Azeroth'schen Planeten, wie auch die Titanen. Was passiert, wenn man einen von ihnen tötet, könnt ihr just erst in Mists of Pandaria miterleben. Yasharai, der alte Gott mit 7 Köpfen, kommt dem Zustand Tod am nächsten. Aus ihm entstanden die 7 Schar, die Pandaria seit Jahrtausenden heimsuchen. Und es lässt sich wahrscheinlich darüber streiten, ob das Schicksal Pandarias besser ist, als das der Regionen, die aus den Tiefen von alten, eingesperrten Göttern korrumpiert wurden. Aber betrachten wir es aus der Perspektive. Es gibt einen alten Gott, von dessen Verbleib wir nichts wissen. Und angesichts der Tatsache, dass alte Götter eine besondere Affinität für Aufenthaltsorte in den Tiefen haben, ist es da verwerflich, darüber nachzudenken, dass N'Zoth, der Korrumpierer Todesschwinges, Teil einer möglichen The Dark Below-Erweiterung sein könnte? Denn was ist mit N'Zoth geschehen? Wo versteckt er sich und wie könnte er die Naga beeinflussen? All diese Fragen sind bislang ungeklärt.
Eine Erklärung wäre aber fein, bevor wir komplett vergessen, welchen Schlamassel der alte Gott ausgelöst hat. Oh, entschuldigt, ich habe mit meiner Puzzlebox gespielt. Die gibt es ja auch noch, Yogg-Saruns Puzzlebox. Die lässt sich von Archäologen aus Neruba-Einzelteilen zusammensetzen. Die unlösbare Box kann von euch einmal in der Minute angeklickt werden, dann hört ihr ein unheimliches Wispern und erfahrt von der Weisheit der Box. Die erzählt nämlich nicht nur Schmarren, sondern gibt uns einen Einblick in das, was die Zukunft so bringen könnte. Wer das nicht glaubt, kann sich fragen, was die Puzzlebox wohl mit der schwarzen Ziege mit den 7 Augen gemeint haben könnte. Das Bild seht ihr gleich. Sprach sie etwa von Yasharaj? Und noch ein Geheimnis gibt die Box preis, nämlich das von einer Stadt, die in den Tiefen schläft und in der nur verrückte Wesen wandeln. Es gibt mehrere Sprüche, die die Puzzlebox mit dieser Stadt verbindet. Die Stadt heißt Nyalofa. Könnte damit Najata gemeint sein, die Stadt der Naga? Oder woher kennen wir Geschichten mit ausreichend Schlaf? Richtig, wir schauen mal ganz scharf zu den Druiden. Im Roman Sturmgrimm, der sich nicht nur um Melfurion, sondern auch um die Korruption des smaragdgrünen Traums dreht, passiert am Ende Folgendes. Nachdem Melfurion und Tyrande den Albtraumlord besiegt haben, nur um festzustellen, dass auch der kontrolliert wurde, reinigen beide den smaragdgrünen Traum von den Albtraumauswüchsen. Das Problem? Sie kommen an einen Ort, den Riss von allen, von dem die Druiden gemeinhin annehmen, dass der smaragdgrüne Traum daraus entstanden ist. An dem Riss lassen sich die Reste des Albtraums nicht bekämpfen. Malfurion, der einen Blick darauf wirft, sieht einen tiefen, dunklen und bedrohlichen Abgrund. Er entscheidet, die Gegend um den Riss von allen zu versiegeln, damit die darin enthaltene Energie nicht austreten kann. Gemeinsam mit Tyrande beschließt Malfurion, zu einem anderen Zeitpunkt gegen das Böse zu kämpfen, das dort in der Tiefe lauert. Es wird übrigens angenommen, dass es sich dabei um N'Zoth handelt. Der schon wieder. Kann es also eine Verbindung geben zwischen Naga, alten Göttern und smaragdgrünen Traum? Unsere Spinnereien werden übrigens noch ein bisschen fantastischer. Die Druiden glauben nämlich, dass der Riss von allen in den wirbelnden Nether übergeht und in die Dunkelheit dahinter, The Great Dark Beyond. Und stellt euch nur einmal vor, wer dort lauern könnte. Am Rande des Universums lauert Sargeras auf seine Rache. Er selbst soll sich im wirbelnden Nether aufhalten. Wir kommen nicht nur auf die Idee, dass eine mögliche The Dark Below-Erweiterung mit dem Aufstieg der Naga und den alten Göttern zu tun haben könnte, oder wir den Kampf in die geheimnisvolle Stadt Nyalofa vertragen könnten. Nein, wir stellen jetzt auch noch die Vermutung auf, dass auch die brennende Legion ihre Finger mit im Spiel haben könnte. Und darauf gehen wir im zweiten Teil unserer Spekulation in der nächsten Buff-Show noch etwas näher ein. Ja, hier nochmal ein Blick in die Business Center Gänge. Die sind ja relativ leer im Vergleich zum Main Floor. Aber wie gesagt, so spannend ist das hier nicht. Aber jetzt wisst ihr mal, wie es hier drin aussieht. Womit geht's weiter? Ja, mit was Spannenderem als diesen Hallen hier, nämlich Might & Magic 10 Legacy. Ja, ist vielleicht auch was für Spieleveteranen. Kennen ja sicherlich einige noch von früher. Ja, und ab dafür. So, wir werfen in dieser Woche mal einen Blick in Might & Magic 10 Legacy. Das ist jetzt von Limbic entwickelt worden, von Ubisoft wird's vertrieben. Es ist schon eine Weile her, dass es den letzten wirklichen Might & Magic Titel gab. Über 10 Jahre hast du mir erzählt. Der damals noch von 3DO kam und von New World Computing. Ja, es ist also schon eine rechte Weile her, dass ihr euch in der Ego-Perspektive durch taktisch rundenbasierte Kämpfe kämpfen durftet. Genau, in der Welt Ashan. Und ja, Might & Magic 10 Legacy führt die Spieler jetzt wieder, 2013, gegen Herbst soll das Spiel erscheinen, führt es halt wieder in die Welt von Ashan, genau gesagt, eigentlich auf die Halbinsel Agan. Mhm. Und ja, wir sehen jetzt gerade
ein es ist Nacht. Genau, es ist Nacht. Wir sehen einen Strandspaziergang der anderen Art und Weise. Halt, wir werden halt von großen Spinnen angegriffen. Und das Kampfsystem ist, wie man halt sieht, rundenbasiert. Wir verfügen über vier Charaktere mit jeweils vier verschiedenen Klassen. Mhm. Wie man auch den Bildern entnehmen kann, sind das auch verschiedene Rassen, die man auswählen kann. Und generell ist das Spiel halt jetzt momentan noch nicht fertig. Ist halt eine Vorabversion, die wir halt gerade spielen, weshalb dann auch schon die ein oder anderen Macken vielleicht auch mal vorhanden sind. Ja, das bleibt ja selten aus. Genau, und ja, nachts sieht man schon, wenn man da keinen Fackelzauber hat, dann ist man schon, da tappt man schon im Dunkeln. Ja. Und ja, wie gesagt, wir werden jetzt gerade noch von der Questbegleiterin, wie man im unteren rechten Bildschirmbereich sieht, begleitet. Die hilft aber nicht im Kampf. Die hilft nicht im Kampf. Also das ist mit denen immer so, das gab es auch in den Vorgängerspielen, dass man teilweise Söldner und Questgeber mitnehmen konnte, die einem dann einfach an irgendwelchen Punkten vom Spiel, zum Beispiel einem schönen Aussichtspunkt, ein bisschen erzählt haben. Mhm. Und ja, das ist sozusagen deren Aufgabe. Die begleiten einem dann und geben einem durch, ja, also ab und zu mal einen Tipp. Und wie wir auch jetzt gerade schon sehen, gibt es halt sowohl Nah- und Fernkampf als auch Magie. Yep. Das heißt, wir haben an erster Stelle einen Magier, der jetzt gerade gut kassiert hat von der, von der Naga-Frau. Oder es müsste eine Naga sein, sieht aber auch aus wie eine Medusa mit den Schlangenhaaren. Yep. Da gibt es, wie gesagt, Might and Magic typisch auch wieder eine ganze Palette an Monstern, denen man entgegentreten kann, die einfach auch nicht so verbraucht sind. Also Minotauren hat man auch schon länger nicht mehr gesehen in vielen Rollenspielen der letzten Jahre. Und ja, jetzt sehen wir auch gerade mal die Charaktererstellung. Da sieht man schon, dass es insgesamt halt die typischen vier Rollen, nicht Rollen, sondern die vier Rassen sind. Das heißt Mensch, Elf, Zwerg und Ork. Die halt ja auch rassenbedingt ihre eigenen Stärken haben und eigenen Fähigkeiten haben. Ein Mensch zum Beispiel hat 8, was relativ viel ist, 8 Fertigkeitspunkte mehr, die man verteilen kann. Ach, das ist nett. Und ja, ein Zwerg ist natürlich eher ein robuster Kampfbegleiter, weshalb die natürlich auch in unserer Demo-Version, es gibt halt vier Klassen, die aber, so wie ich das jetzt gesehen habe, auch vier Gattungen haben innerhalb dieser Klasse. Okay. Das heißt, wir wären, glaube ich, bei dem Zwerg, wo wir gerade sind, oder bei der Zwergin, wären wir halt bei einem Defender, also Verteidiger, der halt defensiv agiert. So und ein bisschen ein Tank. Genau, so ein Tank sozusagen. Und wir haben halt hier auch wieder die Auswahl zwischen vier Porträts von Charakteren, die man natürlich auch mit einer Stimme, also die Stimmlage kann man dann zwischen heroisch und zynisch auswählen. Und ja, hat man das dann gemacht, hat man sich ein bisschen entschieden, wie man aussehen möchte, gezwungenermaßen. Dann hat man auch so eine gewisse Skill-Auswahl, wo man sieht, die jetzt noch grau sind, die Skills, die kann man nicht sofort auswählen. Und man kann halt schon, von Anfang an gibt es halt schon so prädestinierte Fähigkeiten und Skills, die man halt schon von Anfang an hat. Und je nach Klasse sollte man sich dann halt auch, wie man gerade schon sieht, mit den Fähigkeiten, also mit den Attributen beschäftigen. Das sehen wir jetzt gleich auch noch hier beim Barbaren. Also jede Klasse hat natürlich neben den Standardattributen Mana und Leben, benötigen natürlich auch noch ihre eigenen speziellen Attribute, die halt zum Beispiel den Fernkampf Schaden erhöhen, die kritischen Trefferwerte erhöhen, also auch wieder so recht typische Sachen. Also wir haben halt Macht, Magie, Perception, Destiny, also die haben halt alle ihre eigene Bedeutung sozusagen, beispielsweise Vitality steht halt für Leben und Spirit halt für Mana. Und ein Magier sollte sich halt schon bemühen, das Verhältnis zwischen Mana und Leben halt richtig zu gewichten. Und ein Schütze sollte sich dann halt schon darum bemühen, auch mit dem Fernkampf gut Schaden auszuteilen. Ja, das auf jeden Fall. Und wir sehen halt jetzt hier auch bei den Skills, die es gibt. Es gibt halt Waffen, Skills, sonstige Skills und magische Schulen. Das heißt, es gibt diese typischen
Elementarmagien, das heißt Wasser, Luft, Feuer. Erde, Feuer, genau, und Licht und Dunkelheit. Und da kann man sich halt auch mit jeder beliebigen Rasse halt spezialisieren. Ein Magier kann natürlich mehr von diesen Magieschulen lernen als irgendein Zwerg. Ja. Das heißt aber, wir haben natürlich, je nachdem, welche Klasse man auswählt, ist es halt so, dass die Spielwelt halt sozusagen, die verschiedenen Rassen sind halt die Kinder von Göttern, sozusagen, also von elementaren Göttern, beziehungsweise elementaren Drachen, Feuerdrachen und so weiter. Ja. Und dementsprechend hat ein Zwerg, der ja von einem Erddrachen sozusagen die Rasse ist oder das Kind in der Chronologie gesehen, die haben natürlich, die sind dann schon natürlich besser mit der Erdmagie, also die sind gewandter in dem Umgang damit als mit Luft. Mit Luft, genau. Und wie gesagt, gibt es halt, auch wenn man bei dem Sonstigen sieht, eine Magierin läuft halt nicht mit zwei Äxten rum. Nee, also nicht. Die bemüht sich dann schon eher wirklich, sich auf Magie zu versieren und generell kann man halt auch über diese sonstigen Fähigkeitsattribute, zum Beispiel parieren und natürlich auch die Rüstungsarten, das heißt leicht, mittel, schwer, das heißt ein defensiv oder als Tank spielender Charakter, der sollte dann natürlich sich schon gut ausrüsten. Auf jeden Fall. Ja, insgesamt gibt es auch verschiedene Modi von der Charaktererstellung. Wir starten jetzt einfach mal in den Kampf rein, um auch mal zu sehen. Wir haben jetzt in dieser Konstellation, was nicht unbedingt zu empfehlen ist, wie ich im späteren Spielverlauf schon gemerkt habe, den Magier an erster Stelle gestellt. Das heißt, in der Regel... Es könnte ein bisschen knifflig werden, weil Magier sind ja doch eher so Stoffis. Also genau, und wie man gerade sieht, hat das natürlich auch Konsequenzen, weshalb wir natürlich unsere Charaktere, also in dem, wenn man stirbt, ist das Spiel vorbei, man muss den letzten Checkpoint laden, aber wenn man zum Beispiel einen Charakter hat, der bewusstlos ist, was mit der Zeit auch wieder vergeht, dann kann man den, wie man hier sieht jetzt, in einer Kathedrale oder in einem Gotteshaus halt die Services, also die haben verschiedene Sachen, zum Beispiel, dass man Flüche und Krankheiten heilt. Ja. Und wenn man halt eine kleine Spende macht, dann wird auch der Bewusstlose wieder, dann gelangt er wieder zum Leben. Und wenn jemand komplett getötet wurde, dann kann man ihn halt auch hier wieder wiederbeleben. Juhu. Also es gibt keinen Ersatz für die Spieler, also für die Charaktere. Und ja, deshalb, man hat halt vier Charaktere von Anfang an und wenn alle sterben, ist man weg vom Fenster. Ja. Und man muss sich halt darum bemühen, nicht zu sterben. So wie man jetzt hier sieht, sind wir gerade in einer Taverne, was natürlich auch immer ein Zentrum von der Stadt ist, wo man Neuigkeiten erfährt. Das ist bei Might and Magic natürlich immer sehr viel Text, den man lesen kann. Also es ist nicht vertont. Und wenn man halt in der Stadt ist, kann man halt immer wieder verschiedene Aufgaben annehmen und ein bisschen über den Hintergrund erfahren. Und in der Taverne ist es halt auch zum Beispiel so, dass man übernachten kann. Also man muss die Charaktere rasten lassen. Das heißt, in einer bestimmten Zeit werden die halt müde. Und man muss halt entweder dann das Bett von der Taverne aufsuchen oder halt, wenn man auf dem Feld ist, sollte man sich schon mit Proviant eingedeckt haben, die man natürlich auch in der Taverne erwerben kann. Was kann man in der Taverne noch so machen? In der Taverne konnte man bis jetzt, seit dem sechsten Titel, glaube ich, war das so, auch ein Kartenspiel spielen, und zwar dieses Acromage. Ach, wie schön. Und das hat einen dann auch immer ganz schön unterhalten. Wenn man jetzt gerade zum Beispiel gefrustet nach dem letzten Checkpoint so, in die Stadt kommt und nochmal was anderes sehen möchte, dann kann man das halt auch machen. Und was man auch gerade gesehen hat, hinter jeder Ecke, hinter jedem Fass lauert irgendein Wesen. Also kann irgendein Wesen lauern. Das heißt, man sollte schon recht schreckresistent sein, außer man hat einen Spielsound aus. wenn einem eine Spinne aus der Truhe oder aus dem Fass entgegengesprungen kommt. Dafür wird man natürlich dann aber auch mal mit einem mit einem Gegengift wird man dann auch immer belohnt, wenn man eine Spinne tötet. Weil die einem, wenn sie einem zu nahe kommen, natürlich auch vergiften. Also es gibt sowohl Flüche als auch Krankheiten in Might & Magic 10 Legacy. Und man muss die natürlich entweder per Zauber, man sieht es auch ganz schön in den Charakterporträts, das ist auch Might & Magic typisch, je nach
Gemütszustand, beziehungsweise je nach Verfluchung und toxischen Zuständen im Blut, ändern sich halt die Gesichtsformen der, der Charaktere. Ja, kurz vorm Abnippeln sehen sie wahrscheinlich nicht mehr. Genau, also sie haben dann schon deutliche Blessuren, die sie da mit sich tragen. Und ja, wir sehen halt jetzt einen Ausschnitt aus einem Dungeon, in dem wir halt ein paar Spinnen, also es ist eine Spinnenhöhle, die sollen wir halt, hat uns jetzt der, der Garnisonschef von der Stadt aufgetragen, die sollen wir halt jetzt mal von den Spinnen bereinigen. Juhu, Spinnen. Ja, wer vor Spinnen Angst hat, aufgepasst. Auch hier, wenn man keine Torchel, also keine Fackel hat oder keinen Fackelzauber hat, dann muss man halt schon auch mal ein bisschen genauer hingucken oder irgendwie im Dunkeln rumtappen. Ja. Was man vielleicht bis jetzt auch schon so gesehen hat, wenn man sich bewegt mit dem Charakter. Es ist wie bei Dungeon Crawler, also das hat der Entwickler auch schon gesagt, das ist halt von der Bewegung und Art vom Spiel halt sehr ähnlich auch Dungeon Crawler ist. Das heißt, man hat sozusagen so ein Schachbrettmuster oder so ein einzelnes Feldmuster, wo man sich halt drauf bewegt und links, rechts, hinten, vorne sich drauf bewegt und es ist halt rundenbasiert. Also es ist nicht in Echtzeit entwickelt, also es läuft nicht in Echtzeit ab. Mhm. Ja. Okay. Und man wird natürlich auch immer schön für alle möglichen Sachen belohnt. Nicht nur bei Quests mit Gold und Erfahrung, sondern auch mit anderen Sachen. Und man sieht jetzt auch noch den Entwickler Limbic Entertainment, ein deutsches Entwicklerstudio, die haben auch den ganz schönen Humor mit noch eingebaut. Pogo Crossbow. Genau, also da können wir uns auf jeden Fall gefasst drauf machen.